Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in jener Zeit betete Jesus für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Wie schön das anzuschauen, dass Jesus immer das Gebet sucht, immer den Vater sucht. Diese Menschen liebt er in besonderer Weise, die an einsamen Orten gehen, um zu beten, in Kapellen gehen, auf Berge, in die wunderbare Natur, ritz abends, wo es ein bisschen kühler wird, weil es so drückend heiß ist. Und dann wir den Sternenhimmel anschauen dürfen und diese wunderbare Schöpfung, den Wind spüren dürfen. Und das macht Jesus. Er zieht sich an einsamen Orten zurück. Manchmal geht er ganze Nächte hindurch auf den Berg, um zu beten, um mit dem Vater eins zu sein. Alles tut er aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater. So soll auch der Christ sein. Er zieht sich zurück, um ganz mit Jesus eins zu sein und damit auch mit dem Vater eins zu sein. Die Frage ist, das wollten wir eigentlich mal erkennen dürfen, was hat da Jesus gesprochen mit dem Vater? Ein bisschen können wir es tiefer verstehen, wenn wir dieses Evangelium lesen. Er ging ja weg, allein, ohne die Jünger, und betete zum Vater. Er spricht mit dem Vater, es ist ein Gespräch mit dem Vater. Beten ist ein Sprechen mit Gott. Deine Seele spricht mit dem, der dich erschaffen hat, der dich erlöst hat, der dich bei sich haben will durch den Heiligen Geist, dass du zurückkommst. Es ist ein Sprechen, ein Hingeben, ein liebevolles Anvertrauen, ein im Schoß des Vaters ruhen, an der Brust des Meisters ruhen, in trauter Vertrautheit, in inniger Liebe. Der uns liebt, zu dem kommen wir. Wie es im Psalm heißt, meine Seele schmiegt sich an dich und deine rechte Hand, oh Gott, umfängt mich. Das ist Beten. Es ist innigstes Beten, das suchen auch letztlich die Verliebten. Denn die, die sich lieben, suchen nicht die Welt, wo jetzt Getriebe ist. Sie ziehen sich zurück, um ein Liebesgespräch miteinander zu führen, auszutauschen, für sich allein zu sein. Seht ihr? Und genau das Gleiche tun auch wir Christen. Deswegen beten wir. Das ist so schön. Die Frage ist, über was hat Jesus mit dem Vater geredet? Das wollte ich mal wissen. Es gibt manche Bücher von der Bayi, das Innenleben Jesu. Da wird beschrieben, es ist zwar ein mystisches Buch, Mystiker, was Jesus mit dem Vater geredet hat. Was hat er hier geredet, dass dann dieses Evangelium so kommt? Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, einige für Johannes, den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Was hat also Jesus mit dem Vater geredet? Sie finden mich nicht. Sie erkennen mich nicht als dein Sohn an. Sie erkennen mich nicht als den Messias an. Sie erkennen mich nicht als den an, der kommt und ans Kreuz geht. Vater, was soll ich tun? Ihr müsst euch das mal vorstellen. So spricht der Sohn mit dem Vater. Er ist nicht zufrieden. Die Menschen gehen an ihm vorbei. Manchmal denke ich mir, ist es heute nicht genauso, dass viele an Gott vorbeigehen, sonst wäre ja die Kirche gerammelt voll bis zum letzten Platz. Wenn wir ihn erkennen würden, jeder Platz wäre belegt. Ich glaube, man müsste noch zwei Messen hintereinander machen, dass man alle hineinbekommt. Wenn wir erkennen würden und glauben würden, dass hier der lebendige Gott wohnt, und dass der lebendige Gott in Menschengestalt unter uns ist, der wäre jeder Platz voll. Versteht ihr? Jeder Platz in der Kirche wäre voll, wenn wir das glauben würden. Und es war dort, der Sohn Gottes ist unter uns,
aber sie erkennen ihn nicht. Und manchmal ist es heute genauso. Der heutige Mensch hängt an Tröpfen und powert alles von den Medien in sich hinein, durch die Massenmedien und durch all die Fernsehen, die Handys und die ganzen Computer, alles Mögliche wird reingezogen und eine Vielfalt an Meinungen da, aber man findet Gott nicht. Im Gegenteil, manchmal ist es so, dass gerade die Massenmedien uns von Gott wegbringen, weil sie nicht mehr Gott verkünden, weil sie nicht mehr an den glauben, den der Vater gesandt hat. Weil das ist das Werk, das ihr tun dürft, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Und das ist heute genauso die Krise wie dort. Deswegen fragt er die Jünger, wenigstens die Jünger. Und er fragt sie, für wen halten sie denn den Menschensohn? Weil dein Glaube und dein Gerettetwerden hängt ab, dass du ihn erkennst. Denn wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Aber ich muss an ihn glauben. Ich muss geöffnet werden für den, der kommen wird und alle erlösen wird. Nicht nur so, dass er als politischer Messias kommt und vielleicht Israel zur großen Blüte heranreifen lässt. Nein, das ist nicht das Messiastum. Sie denken ganz falsch, ganz neben der Spur. Manchmal heute auch, dass man die Kirche so ansieht, wie man sich sie es vorstellt. Aber in Wirklichkeit ist die Kirche ganz anders. Auch sie geht mit dem Herrn durch, auch in der heutigen Zeit. Und sie wird wieder blühen. Die Kirchen werden wieder voll werden. Das steht in der Apokalypse. Jetzt ist der große Glaubensabfall, wo die Kirchen leergefegt werden, der ist angekündigt. Dass es sogar heißt, der große Glaubensabfall muss kommen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird offenbar werden, wird sogar in die Kirche eintreten, haben wir. Es wird eine Zeit kommen, wo man Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Man wird die Wahrheit als Lüge und die Lüge als Wahrheit hinstellen. Und der Mensch, der nicht mehr am Gebot Gottes ist und nichts mehr mit Gott anfangen kann und Wege der Sünde und des Verderbens gehen, so sehr, dass der Mensch wirklich verroht und immer mehr die Liebe verletzt wird und die Menschheit irgendwie mehr abdriftet wie in ein Grab, wie in einen Kühlschrank, weil die Liebe erkaltet ist. Das steht auch in der Schrift. Die Liebe wird erkalten. Und das merken wir, wenn die Liebe in den Familien, in der Gesellschaft, in allem Möglichen, dann geht man gegeneinander los und ist nicht mehr so liebevoll. Wenn Christus die Liebe nicht mehr in den Herzen ist, wehe, dann fehlt etwas oder wird etwas knapp. Dann merkt man, was im Menschen steckt. Dann ist der Mensch sich selbst der Nächste. Aber die Liebe ist nicht mehr so stark. Aber die Liebe muss wieder hineinkommen. Deswegen sind wir in diese Misere gekommen, des großen Glaubensabfalls, dass der Mensch fast nichts mehr mit Gott anfangen kann, das Evangelium nicht mehr kennt, die Gebote nicht mehr hält und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der die 10 Gebote mit allen Füßen tritt, immer mehr in die Kirche sogar Einzug hält und natürlich in der Gesellschaft anhauf. Alles ist möglich. Alles wird gemacht, weil der Mensch sich selbst Gott ist. Aber das ist sein Verderben. Das bringt uns nicht jene wunderbare Verheißung Gottes, dass wir berufen sind, so wie Christus zu sein, wie ihn zu sein. Da würde heute Jesus auch mit dem Vater sprechen. Warum laufen sie nur vor uns weg? Warum laufen sie weg? Im Gebet. Genauso beten wir Christen. O Herr, geh doch ihnen nach mit deiner Barmherzigkeit. Und wir sprechen so mit Gott. Hilf ihnen, wieder dich zu finden. Zeig ihnen die Sünden. Schick den Heiligen Geist in die Herzen, damit alle Sünden offenbar werden, damit sie erkennen, wie sie vor Gott stehen. Übrigens, das ist auch schon angekündigt in der Heiligen Schrift, dass das kommen wird. Jeder,
wird sich, und das ist nicht mehr so weit weg, so sehen, wie er vor Gott ist. Dann wird ein Frühling in der Kirche anbrechen. Wir Priester werden nicht mehr aus dem Beichtstuhl rauskommen. So werden sie die Sünden beichten. Dieses Sakrament wird wieder auferstehen in einer neuen Renaissance, in einer Schönheit. Und der Mensch umkehrt zu Gott. Warum ist er so weit weg und so tief in der Finsternis und findet ihn nicht mehr? Wie dort vor 2000 Jahren. Deswegen sucht Jesus Menschen wie ihr und spricht auch heute in euer Herz, für wen hält ihr mich? Das ist jetzt das Entscheidende. Was muss bei dir aus deinem Herz kommen? Für wen hältst du ihn? Seht ihr, und wieder, der Petrus tritt für alle ein. Er ist der Erste in der Liebe, wird auch am stärksten geprüft. Er sagt, du bist der Messias Gottes, der Gesalbte, der Heilige Gottes. Aber er sagt, sagt es niemand. Das ist sehr geheimnisvoll, dass Jesus das sagt. Wahrscheinlich ist es so, dass er alleine diesen Erlöserweg, wie er dann ankündigt, durchgehen will, um dass dann der Heilige Geist kommt und alle in die Wahrheit hineinführt. Um dass alle ihn erkennen. Wie großartig. Dann spricht er auch davon, dass wir, so wie er vorausgegangen ist und sein Weg gegangen ist, und das ist auch der Weg der Kirche, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich, so folge er mir nach. Denn wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Das ist das Schöne. So folgen wir genauso, wie Jesus vorausgegangen sind, wir Christen, durch alle Leiden, durch alle Kreuze, durch alle Freuden, durch alles, was uns im Alltag widerfährt, hindurch und gehen den Weg der Gebote. Wir gehen den Weg des Wortes Gottes, das herabgekommen ist und uns gezeigt hat, wie der neue Mensch lebt in Christus, der jetzt in dir durch die heilige Eucharistie Platz nimmt, und du verwandelt wirst in ihn. Denn der, der mich liebt, zu dem wird mein Vater und ich kommen und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Dieser neue Mensch, auf den kommt es an. Es ist der eucharistische Mensch, der Gott in sich trägt, der das Licht für die ganze Menschheit ist. Deswegen sagt auch Jesus zu uns allen, ihr seid das Licht der Welt. Können wir das aus uns? Ist das nicht eine Überforderung? Du bist Gott und wir sind nur armselige Geschöpfe. Würde Jesus nicht sagen zu euch, kommt es auf dich an? Ich komme in dich. Ich bin das Licht der Welt. Und wenn ich in dir das Licht bin, heller wie tausend Sonnen, bist du dann nicht Licht? Aber lerne mich kennen und lebe nicht so, wie du willst oder wie die Welt will oder nach der Sünde, sondern lebe, wie ich es dir gezeigt habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dann wird ein Licht anbrechen und dann ist wirklich die Kirche ein anderer Christus, der durch die Welt geht, alle Menschen anscheint, weil du das Licht bringst. Du bringst das Licht in deine Familie, du bringst das Licht an deinen Arbeitsplatz, du bringst das Licht zu deinem Arbeitskollegen oder Arbeitskollegin. Du bringst das Licht überall, wo du hingehst. Du bist Licht geworden, weil du den empfangen hast, der das Licht ist. Seht ihr? Da musst du alles dran geben, sogar dein äußeres Leben, um diese Wirklichkeit zu gewinnen.
Da ist sogar das äußere Leben, dass ich es drangebe und für die Wahrheit Zeugnis abgebe und nur dieses Licht will, weil die Welt, die in der Finsternis ist, will dir das Licht austreiben. Dass du auch finster wirst. Aber Jesus sagt, solange ich unter euch bin, bin ich das Licht der Welt. Und wenn er in uns ist durch die heilige Eucharistie, wo wir heute das Thema auch haben, Mensch, wie schön muss das Christentum sein, wenn Gott selbst den Christen schmückt mit sich selbst. Überlegt euch mal, wenn Gott in dir ist, wie sehr müssten wir strahlen als Christen, weil das Licht in uns Platz genommen hat, dann bist du es wirklich. Gib auf diesen Schatz Acht. Verlier ihn nicht. Das äußere Leben ist dafür nichts wert. Wenn du dieses innere Leben, wenn du den, der das Leben für dich ist, und wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und wer mich isst und trinkt, der hat das ewige Leben. Und wer mich liebt, zu dem wird mein Vater und ich kommen, der das Leben ist, im Heiligen Geist. Dann hast du es bei dir, in dir. Es ist der größte Schatz. Was wäre das äußere Leben dafür? Nichts. Deswegen haben die Christen es drangegeben, ja, nicht diesen Schatz zu verlieren, der in dir angebrochen ist und das der neue Mensch ist. Der neue Mensch, der Bergpredigt, den Gott machen will, schaffen will, neu machen will. Wie schön, wie grandios, wie anziehend, wie liebevoll. Gedenke, o Christ, wie wertvoll, dass du bist, wenn du Christus in dir trägst. Amen.